Horst Lüning, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute über ein Thema sprechen, ja, wie man es bei Ihnen auch schon direkt sehen kann, das Ihnen aus dem Herzen spricht, im wahrsten Sinne des Wortes. Heute soll es um das Thema Whisky gehen. Da gibt es ja von Ihnen bei YouTube und im Netz schon hunderte Videos, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Da geht es aber in der Regel eher darum, was einen guten Whisky ausmacht für Whisky-Trinker. Ich möchte mit Ihnen ganz gerne heute darüber reden, ob und wenn ja, wie sich Whisky eventuell auch als Geldanlage, als alternatives Investment für Sparer, für Geldanleger eignen kann. Deswegen meine erste Frage: Macht es Sinn, in Whisky auch als Geldanlage zu investieren? Ja, zuerst fangen wir mal an mit einem kleinen Witz, ne? Bei der Geldanlage in Whisky sind 40% garantiert und die Geldanlage ist immer völlig liquide. Das ist ein Das sind uralter zwei Witz, der, große Vorteile, ja. genau, der aber hier bei der Geldanlage nun tatsächlich im Hintergrund ein bisschen was hat. Und Whisky eignet sich zur Geldanlage unter gewissen Voraussetzungen. Die eine Sache ist die, es ist eine Geldanlage für, sagen wir mal, eine langfristige Anlage. Man kann also kurzfristig hier nicht unbedingt was erreichen. Und es ist eine Schwierigkeit, in der Krise bekommt man nämlich diesen Whisky auch nicht zu dem Preis los, sondern in der Krise ist eine Flasche Whisky einfach nur eine Flasche Alkohol und muss sich da mit jedem einfachen Wodka da messen. Das muss man ungefähr so sehen wie, ich sage mal, die Kunst. Das ist eine handwerkliche Tätigkeit. Das ist ein tolles handwerkliches Produkt, was von Menschen auf der ganzen Welt hergestellt wird. Und damit haben wir, sagen wir mal, die Chancen, diese tollen Produkte über eine Krise hinweg zu bekommen, weil ein Van Gogh ist in der Krise auch nichts wert, aber nach der Krise doch wieder deutlich mehr. Okay, hat also ganz besondere Eigenheiten. Das Thema Liquidität haben Sie ja schon ein bisschen scherzhaft einmal angesprochen. Hat natürlich aber auch einen ernsthaften Hintergrund, wie Sie gerade gesagt haben. Das heißt, Liquidität bzw. eher Illiquidität ist dann das Problem dieser liquiden Anlageklasse auf der einen Seite, ja? Ja, wir brauchen an der Stelle ja einen Markt. Wenn wir eine Anlageform haben, für die es keinen Markt gibt, ein Small Cap, da tun wir uns dann hart, den im rechten Moment dann zu liquidieren. Und beim Whisky ist der Markt zwar riesengroß, aber für Sammlerwhiskys wird dieser Markt dann schon ein Stückchen kleiner. Und nur die Sammler sind bereit, ja, mehr Geld für spezielle Whiskys auszugeben. Woran erkenne ich dann Sammler-Whisky? Ist das ab einer bestimmten Preiskategorie? Kann ich sagen, alles, was bei der Flasche über 100 € kostet, muss ein Sammler-Whisky sein und eignet sich deswegen per se für die Geldanlage? Oder woran erkenne ich denn eigentlich einen Sammler-Whisky? Nee, nicht unbedingt. Ein Sammlerwhisky lässt sich mit hundertprozentiger Sicherheit nicht erkennen. Es gibt ein paar Indizien, wann ein Whisky ein Sammlerwhisky ist. Und zwar, das erste ist, man sollte sich nach dem Markt richten, und zwar nach dem größten Markt. Und das ist der schottische Markt der Single Malt Whiskys. Ein Whisky außerhalb dieses Marktes ist schwierig. Es gibt einen kleineren Markt bei uns für japanischen Whisky, gibt es bei uns für taiwanesischen Whisky, aber schon der Markt für amerikanischen Whisky ist vergleichsweise klein bei uns, auch wenn Amerika ein riesengroßes Whisky-Segment ist, aber die Sammler stehen nicht so drauf. Also das Erste, was es sein muss, es sollte ein schottischer Single Malt Whisky sein und dann sollte der, ja, ich drücke mal so aus, viele werden es gar nicht mehr kennen, ich habe es selber nie gemacht, aber ich kenne es aus meiner Verwandtschaft, die haben Briefmarken gesammelt. Und die ganz normale Briefmarke, die man jeden Tag auf dem Briefumschlag draufgeklebt hat, früher, die war in der Sammlung gar nichts wert. Aber die Sondermarken, die nur eine begrenzte Zeit lang verfügbar waren, die waren was wert. Und genauso ist es beim Whisky, wenn man einen Whisky hat, der eine limitierte Auflage hat, wo es nur einige tausend, einige zehntausend Flaschen auf der ganzen Welt gibt, weil nur die abgefüllt wurden, die haben dann auch ein Potenzial. Dazu gehört dann, sollte ein Alter haben, obwohl das nicht zwingend erforderlich ist. Es sollte zu einer großen, zum großen Namen, zu einer großen Brennerei gehören. Auch dann passt das. Aber es ist nicht ganz so einfach zu sagen, ich kaufe mir jetzt einen Whisky und das passt. Also das funktioniert leider nicht. Gibt es denn spezielle Märkte, spezielle Plattformen, die sich beim Thema Whisky auf solche Sammlereditionen beispielsweise spezialisiert haben? Oder muss ich da einfach selber ein bisschen forsten in diversen
Märkten, in diversen Plattformen. Es wird ja wahrscheinlich nicht sein, was ich beim Supermarkt um die Ecke bekomme, denke ich jetzt mal, oder? Ganz genau. Es gibt also Plattformen, die den Whisky, müssen wir eine Plattform haben, die den Whisky erstmal einem verkauft. Und da ist das Problem, wenn man jetzt eine schottische Brennerei hat, die hat nur einige tausend Flaschen von dieser speziellen Abfüllung, dann gehen die nicht in die Supermärkte, dann gehen die auch nicht in jedes Land, sondern es geht in die Länder, die bereit sind, schon von den Lieferanten her oder sagen wir von den Großhändlern und den Einzelhändlern her bereit sind, so teure Flaschen zu verkaufen. Das heißt also, irgendwo in Afrika wird man die Flasche nicht bekommen. In Deutschland geht manchmal oder relativ häufig auch der Kelch dran vorüber, weil wir noch nicht die großen Whisky-Liebhaber sind, wie jetzt Amerikaner, Japaner, Großbritannien selber, aber auch unsere Nachbarländer, die schon seit viel, viel längerer Zeit Whisky genießen. Also da muss erstmal die Chance haben, dass der Whisky kommt. Und dann stellen Sie jetzt vor, wir von whisky.de versenden Whisky an den privaten Endkunden in Deutschland. Und jetzt haben wir eine Datenbank mit einigen hunderttausend Kunden da drin. Und wir kriegen jetzt, ich sag mal, 1000 Flaschen. Wie sollen wir diese 1000 Flaschen auf die paar hunderttausend Kunden aufteilen? Da gibt es bei uns verschiedene Selektionsprozesse. Das eine ist, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist typischerweise bei den Flaschen, die wir noch nicht so als hundertprozentige Sammlerflaschen ansehen. Wer also zuerst auf der Webseite das sieht und klickt das an, der kriegt es nachher auch zugesendet. Und die zweite Geschichte ist die, wir begrenzen diese Flaschen für unsere Clubkunden. Wir haben einen speziellen Kundenclub, wo Whisky-Liebhaber drin sind, die auch jedes Jahr ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen und dafür auf der einen Seite Rabatte bekommen, aber auf der anderen auch Zugriff auf spezielle Flaschen. So, und jetzt gilt auch innerhalb dieser Gruppe, wenn es nur eine Flasche gibt, die mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit zu einer Sammlerflasche gibt, gibt es auch da das Hauen und Stechen. Wer da zuerst kommt, auch der malt dann dort zuerst. Also da können wir also einmal das ein bisschen einschränken, aber sicher zu sein, zu sagen, ich kriege die Flasche, ist leider bei diesen Flaschen nicht der Fall. Okay. Whisky ist also an der Stelle ein sehr, sehr knappes Gut. Das ist so wie beim IPO von gefragten Aktien. Da müssen Sie sich zum Teil auch hinten anstellen, wenn Sie ein kleiner sind und Ihr Broker kriegt nichts, haben Sie auch nichts bekommen. Okay. Bevor wir vielleicht nochmal auf die Renditechancen kurz zu sprechen kommen, für mich als leider nicht Whisky-Trinker nochmal die Frage, muss ich Whisky-Trinker sein, um in Whisky investieren zu können, um entsprechend einen guten Whisky erkennen zu können? Oder ist es eigentlich so, wie Sie gerade gesagt haben, naja, der Geschmack vielleicht zweitrangig, weil ich werde ja im Zweifelsfall die Flasche, die ich als Investition von einer Sammlerflasche, von einer Sammleredition erwerbe, sowieso nicht aufmachen und kosten, um zu gucken, ob er mir schmeckt oder nicht, oder? Also muss ich Whisky-Trinker sein, um in Whisky investieren zu können? Wir haben Antialkoholiker unter den Whisky-Sammlern, also durchaus. Okay. Muss also nicht sein, weil Geschmack ist individuell. Der Mensch hat einen, sagen wir mal, genetisch verankerten Geschmack über die Geschmacksrezeptoren auf der Zunge. Aber die eigentlichen Feinheiten, die werden gelernt. Die werden gelernt über den ganzen Gaumen, Rachenraum, Nase. Von dort aus geht es dann durch feinste Nerven direkt durch die Schädelbasisdecke rauf ins olfaktorische Zentrum. Und das ist ein Lernprozess. Deswegen schmeckt es bei Mutter zu Hause immer am besten, weil man das so gelernt hat. Und dieses Lernen, was Sie nun als Einzelperson gelernt haben, muss sich jetzt nicht damit decken, was die Sammler gut finden. Das kann durchaus abweichen. Und wenn Sie sich also jetzt mit einem etwas individuelleren Geschmack für irgendeinen speziellen Whisky interessieren und sagen, das ist der tollste der Welt, sammeln den, dann sagen die anderen, ja, behalte ihn ruhig, ne? Und der schmeckt ja nicht. Also insofern ist die Geschichte auch gefährlich, wenn man sich an der Stelle zu sehr auf seinen eigenen Geschmack verlässt, weil es kommt auf den Durchschnitt der Geschmäcker an, ob eine Flasche nun auf dem Sammlermarkt was erzielt oder nicht. Es gibt da natürlich noch ganz andere Faktoren bei den Sammlern, zum Beispiel, ob eine Brennerei noch produziert oder ob die Brennerei stillgelegt wurde oder vielleicht schon abgerissen wurde. Das heißt, das ist absolut limitiert. Die letzten Fässer, die jetzt reifen und zur Abfüllung kommen, die erzielen dann automatisch, wenn das eine gute Brennerei war, automatisch höhere Verkaufswerte. Wenn es eine schlechte Brennerei war, dann war es eigentlich niemandem so unrecht, dass die dann aufgehört hat zu produzieren. Ist ganz schwierig. Also an der Stelle Voraussagen zu machen aufgrund seines eigenen Geschmacks, das trifft es nicht immer.
Okay. Ich hatte es gerade schon mal angesprochen, Renditeerwartung. Sie haben ja eingangs gesagt, dass ein Investment in Whisky grundsätzlich immer ein doch verhältnismäßig langfristiges Investment darstellt. Gibt es Zahlen darüber, was man im Schnitt für Renditeerwartungen bei einer Investition in Whisky ja, stellen kann? Das ist exakt wie beim Aktienmarkt. Das geht von null sogar bis minus und rauf zu 100 Bagger, alles dabei. Eine durchschnittliche Zahl traue ich mich nicht zu sagen. Wenn man so wie bei einem Index ein Picking macht, und macht das beim Whisky, dann findet man am Ende die Preissteigerung plus das enger werden des Marktes dort als Preissteigerung wieder. Man muss also schon besser picken. Ist nicht so, also von Grund auf her nicht so verkehrt, weil es eine Gruppe von Brennereien gibt, die besonders in der Vergangenheit sich herausgestellt haben, dass die super Flaschen haben, die im Preis steigen. Und die halten sich auch über viele Jahrzehnte an dieser Spitzenposition. Soll nicht heißen, dass nicht auch neue Brennereien mit dazukommen und dort dann sich eine Reputation aufbauen. Haben wir zum Beispiel bei der Brennerei Burchlellich gesehen, von der Insel Eila. Die hat sich im Laufe von, ich sag mal, 10 Jahren eine extreme Reputation aufgebaut, wie sie sonst nur Brennereien haben, die bald 200 Jahre alt sind. Also auch da gibt es die Newcomer, die sich super im Markt etablieren. Aber jetzt zu sagen, ich kaufe von dieser Brennerei eine Flasche und ich mache da mit einer hohen Wahrscheinlichkeit pro Jahr 3% mit, das ist nicht gegeben. Wenn die Brennerei hingeht und sagt, oh, wir sind ein bisschen schlecht am Markt, wir senken jetzt mal die Preise um 4% und sie haben eine Flasche erwischt, die permanent hergestellt wird, die also ein Langläufer ist, die es also über 100 Jahre schon in der Form gibt, wie jetzt ein Bowmore 12 Jahre oder ein Macallan 12 Jahre, und die senken die Preise, dann gehen bei ihnen die Preise auch runter. Wenn bei Macallan die Nachfrage aus dem asiatischen Raum so riesengroß ist, wie sie die letzten Jahrzehnte war, dann war die Preissteigerung für jede Flasche, auch für die, die permanent verkauft wurden, war gut. Dass wir da also von der normalen Macallan 12-Jahre-Flasche haben wir also eine Preissteigerung vom Faktor 2 über, ich sag mal, 5 Jahren gesehen gehabt, oder waren es 7 Jahre. Das ist Also ja schon ganz das ordentlich, kann ne? so oder so passieren. Das ist ein bisschen eine schwierige Geschichte. Okay, ab welcher Größenordnung geht es dann los, sage ich mal, mit solchen Sammlerflaschen? Also was muss Ja, ich mindestens investieren? erstaunlicherweise, man sollte preiswerte Flaschen nehmen. Das hat sich in der Vergangenheit gezeigt, wenn Sie jetzt eine Flasche für 1.000 Euro kaufen, dann macht die in 10 Jahren vielleicht 1.200 Euro. Immerhin 20% in 10 Jahren, der Renner ist das nicht. Aber es gibt in dem oberen Bereich sehr, sehr wenige, ist der Markt sehr eng. Da gibt es sehr wenige Kunden. Und wenn man jetzt eine Flasche nimmt, die, sagen wir mal, zwischen 70 und 100 oder 120 Euro kostet, dann ist da schon die Chance, dass die Flasche auf einmal 250 oder 300 Euro kostet. Die ist dann deutlich besser gegeben. Da ist der Markt, der bleibt dann größer. Das heißt also, die Flaschen unter 100 Euro, das sagen wir mal, bis maximal 150 Euro, haben ein weitaus höheres Potenzial als die Flaschen, die am Ende so richtig teuer sind. Weil sie einfach gängiger auch wieder zu verkaufen sind wahrscheinlich. Genau, der Markt ist einfach größer, wenn man die dann wieder verkauft. Sind wir schon beim nächsten Thema? Ich habe vor kurzem ein Interview mit jemandem geführt, der sich auf Lego als Investment spezialisiert hat. Und dem habe ich dieselbe Frage gestellt, die ich Ihnen jetzt auch stellen möchte. Wenn ich denn jetzt mal einen potenziellen Gewinn realisieren möchte, Whisky kaufen ist relativ leicht, können wahrscheinlich relativ viele Leute. Wie verkaufe ich denn und realisiere eigentlich dann den Gewinn auf meine Whiskyflasche, wenn ich ihn denn nicht trinken will, sondern wirklich verkaufen möchte und ja, Cash machen möchte? An der Stelle ist es A, ganz wichtig, dass man die Originalrechnung aufspart. Denn es gibt nicht irgendwie eine Zertifizierungsstelle, die die Echtheit wie bei Gold oder sowas prüfen kann. Es gibt einige Flaschen, die haben ein Hologramm drauf, wie zum Beispiel bei der Brennerei Macallan, wo man sieht, die ist nicht geöffnet worden. Und dann können Sie solche Flaschen auf eBay verkaufen. Also in eBay gibt es einen relativ großen Sekundärmarkt für diese Sammlerflaschen. Das ist richtig, der geht gut. Und wenn die Flaschen aber dann mal teurer werden, dann wird es, auch wenn es Käuferschutz und so weiter gibt und Verkäuferschutz,
dann wird es auf eBay dann doch ein bisschen schwieriger. Und dann muss man eigentlich zu den großen Auktionshäusern gehen, wie jetzt Christie's zum Beispiel, die machen so etwas. Es gibt in Deutschland ein spezielles Auktionshaus oben in Rendsburg, whiskyauction.com. Und die machen regelmäßige Auktionen, wo man seine Flaschen dann einbringen kann. Allerdings hat man auch hier, wie so richtig bei Christie's, wenn die den Van Gogh verkaufen, 15%, die als Aufgeld nehmen oder als Asche oder rausnehmen. Ist halt so, kann man nichts dagegen machen. Ne? Das lohnt sich jetzt wahrscheinlich dann für eine 100-Euro-Flasche eher nicht, ne? Für die 100-Euro-Flasche werden die eher nicht machen. Aber sagen wir so, diese whiskyauction.com oben in Rendsburg, die sind, sagen wir mal, schon bei Flaschen von 100 Euro macht das schon Sinn, das mit denen zu machen. Wenn ich jetzt eine Flasche hätte, die jetzt 3.000, 4.000, 5.000 Euro kostet, dann würde ich dann schon schauen, dass ich da so ein Christie's oder sowas bekomme. Wobei da die Anzahl an Auktionen in letzter Zeit ein Stück weit zurückgegangen ist. Aber da hat man dann auch richtig internationales Publikum, die, entschuldigen Sie, die Verrückten aus Japan und China und USA, die bieten dann mit und das gibt dann erst richtig Erlöse, dass man dann mit den teuren Flaschen wirklich zu den Profis geht. Aber jetzt so im ganzen Rahmen, wenn Sie jetzt eine Flasche haben, die Sie für 70 gekauft haben, die steht jetzt auf 300 Ungrad und die kriegen Sie über eBay eigentlich noch ganz gut los. Okay, Sie haben es gerade schon mal angesprochen, das fand ich ganz interessant, weil vom Wein habe ich das schon mal gehört, dass auch bei hochwertigen Weinen durchaus betrogen wird, auch professionell betrogen wird. Sie haben eben gerade gesagt, unbedingt einen Beleg aufbewahren, wenn man es verkauft. Wenn ich jetzt über so eine einschlägige Plattform wie eBay beispielsweise kaufen möchte, woran kann ich denn erkennen, ob es sich um nachgemachtes Produkt oder um originales Produkt handelt? Also Beleg idealerweise als Foto vielleicht mit daneben. Gibt es sonst Anhaltspunkte, woran ich das als Käufer festmachen kann? Also bei eBay ganz typisch die Anzahl Bewertungen. Und dann schauen Sie aber, ob derjenige nicht die Bewertungen mit, ich sag mal, Krusch gemacht hat und hat jetzt auf einmal so eine teure Whiskyflasche dazwischen, sondern es muss dann schon einer sein, der da schon öfter was von verkauft, dass der an genau der Stelle eine Reputation hat. Und da ist im Prinzip das Wissen der vielen dort entscheidend. Wenn der also, ich sag mal, 1000 Bewertungen mit 94-95% hat und da sind eine ganze Menge guter Whiskyflaschen drunter, dann ist das Indiz hoch, allerdings nicht 100%. Aber das ist bei Christie's mit dem Van Gogh oder so auch nicht. Da gab es zuletzt, hat auch irgendeiner da so ein Bild verkauft gehabt, so ein modernes Ding. Und als der Moment, als der Hammer fiel, dann war das so ein aufwendiger Rahmen und dann lief dieses Bild durch den Schredder durch, im Rahmen drin und blieb dann hängen und war dann halb geschreddert und halb nicht. Und dann sollte erst Regress gezahlt werden und nachher war das Ding aus diesem speziellen Act noch teurer als vorher und so. Also, aber das war Banksy, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere, war das dieses Banksy-Kunstwerk von diesem Sprayer, der auch häufig so Street Art und so weiter macht. Ja, ist das Kunst oder kann das weg? Ja, für große Aufmerksamkeit gesorgt. Ich habe noch mal eine Frage und zwar beim Wein ist es ja so, dass es für Weine bestimmte Vorgaben gibt, sage ich mal, wie die gelagert werden müssen, wenn man sie wirklich langfristig einlagern möchte. Gibt es sowas bei Whisky auch oder ist das aufgrund des hohen Alkoholgehalts völlig egal? Nee, auf eine andere Art und Weise ist es nicht egal. Und zwar, Whisky hat einen Korken, der nicht so eng sitzt und auch nicht so lang ist wie in guten Weinflaschen. Denn ein Whisky-Korken ist ein Gebrauchskorken und nicht ein Einmalkorken wie bei der Weinflasche. Bei der Weinflasche müssen Sie also mit dem Korkenzieher da mit Gewalt das Ding da raus und beim Whisky müssen Sie lediglich die Kapsel abmachen und dann von Hand den Korken rausmachen. Und dann wollen Sie ja die Flasche nicht auf einmal leeren, sondern Sie wollen die über Monate hinweg leeren. Das heißt, Sie müssen den Korken wieder reinkriegen. Und deswegen sitzt der nicht so dicht. Das hat jetzt beim Verzehr Positives. Und wenn Sie jetzt aber langfristig lagern, hat das was Negatives, weil Sie dürfen die Flasche nicht hinlegen. Beim Wein ist es ganz, ganz wichtig, dass die Flasche liegt und der Korken feucht bleibt. Beim Whisky darf er nicht feucht werden, weil der Alkohol mit der Zeit den Korken, nicht alle, aber manche Korken zersetzen kann. Ist blöd. Wenn Sie die Flasche steht und der Korken wird trocken, dann verdunstet der Whisky gerne raus, dass dann der Spiegel in der Flasche unterhalb des Korkens, so in dem oberen Hals, dass der dann auf einmal sinken anfängt. Und
Das alles führt dazu, dass der Spiegel am Ende absinkt, weniger drin ist und die Flasche weniger wert ist. Aber Temperatur ist egal? Temperatur ist in erster Näherung egal. In zweiter Näherung sollte sie nicht schwanken. Das heißt, wenn man sie bei sich im Wohnzimmer stehen hat, 22 Grad, alles okay. Aber dann öffnet man das Fenster und lässt mal so richtig im Winter mal durchkühlen und die Flasche fängt auch an zu kühlen. Dann zieht sich die Luft da drin zusammen, zieht von außen Luft rein, dann wird es wieder warm und drückt nach außen raus und Alkohol geht wieder verloren. Also die Flaschen atmen durch den Korken und deshalb ist eine konstante Temperatur gut. Auch sollte es nicht zu feucht sein, weil sonst das Etikett zu schimmeln anfängt. Und das ist typischerweise in alten Kellern der Fall. Da die Rothschilds, glaube ich, die gehen hin und hatten bei Freunden von uns, haben die mal die Flaschen frisch verkorkt und haben sie dann auch probiert und haben sie zum Teil neu etikettiert. Also da gibt es dann Service für die älteren Rothschild-Weine. Da muss man aber dann schon einen sechsstelligen Keller haben, dass da einer kommt. Ne? So, aber das gibt es beim Whisky nicht. Und was die Experten machen, es gibt aus dem Chemiebedarf eine Folie, nennt sich Parafilm. Das wird von Chemikern verwendet, um jetzt irgendwelche Reagenzschalen oder Töpfchen zuzumachen, wird da drüber gezogen. Und die geben nun nichts ab. Da sind keine Weichmacher drin, da verdunstet nichts. Das ist eine sehr neutrale Folie. Und mit der umwickeln die oben die Kapsel und den Oberteil der Flasche. Und dann kann die nicht mehr atmen. Und dann bleibt das drin. Und dieser Parafilm lässt sich normalerweise, wenn diese Kapsel nicht eine völlig schrottige Kapsel ist, lässt sie sich auch wieder gut entfernen, ohne dass da Farbe von der Kapsel abgeht. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Art und Weise, das zu konservieren. Und dann gehen der eine oder andere noch hin und nehmen lebensmittelechte Tüten und packen da rein die gesamte Flasche mit diesem umwickelten Kopf dann ein und machen die oben mit dem Kabelbinder noch richtig zu, damit auch das Etikett hier nicht Wasser ziehen kann von der Umgebung und dann dort das Schimmeln anfangen kann. Okay, das wäre jetzt auch nochmal meine Frage. Also es gibt ja jetzt bei Spielzeugsammlern zum Beispiel auch immer das Thema, dass die Kartons möglichst unbeschädigt sein müssen. Das heißt, auch beim Whisky kommt es ein bisschen auch auf die Optik an. Karton drumherum sollte da sein, nicht ausgeblichen sein, Etikettheile sein. Also es geht nicht nur um den edlen Tropfen drin, sondern auch um die Optik beim Sammelwert, ja? Exakt so ist es. Ja. Okay, also irgendwo vernünftigen Lagerraum schaffen, am besten nicht zu hell, vielleicht so eingewickelt, wie Sie es gerade gesagt haben, und dann kann den guten Schimmel. So ein moderner Keller ist eigentlich das Schönste, ein moderner, nicht geheizter Keller, der also jetzt nicht von außen feucht wird, dass es so dämpfig da drin ist, sondern von einem modernen Haus, sagen wir nicht älter als 30 Jahre, der Keller, den Sie nicht heizen, das ist eigentlich der richtige Aufbewahrungsort und dann stehend. Das ist etwas, was von Anfängern sehr, sehr gerne falsch gemacht wird, dass sie die Flaschen liegen, lagern, weil sie das vom Wein kennen. Okay. Zum Schluss vielleicht noch, Herr Lüning, ein Tipp, wenn ich jetzt einsteigen möchte. Ich möchte jetzt die ersten Sammlerobjekte irgendwo ergattern mit ein bisschen Glück, möchte 5 Flaschen, vielleicht auch 10 Flaschen kaufen über die nächsten 4 Wochen. Wie fange ich es an? Am einfachsten, für jemanden, der keine Ahnung hat. Wie mich. Es gibt eine Gruppe von Brennereien, die bei den Sammlern anerkannt sind. Das ist, sage ich mal, so eine Gruppe von, ich sage mal, einem halben Dutzend bis ein ganzes Dutzend. Darunter sind so berühmte Namen wie Macallan, Beaumont, Artbeck, Lafroig, Lagavulin. So, da gibt es also so eine Gruppe an Brennereien und Springbank, Glenmorangie, also nur damit ich jetzt... Ich tue da einigen Brennereien jetzt Unrecht, weil ich sie nicht erwähne, aber das ist so die Größenordnung der Brennereien, alte, berühmte Brennereien. Und wenn man von dort eine Flasche bekommt, die eine limitierte Auflage hat, sieht man meistens daran, dass irgendwie eine Jahrgangszahl draufsteht, abgefüllt 2020 oder 2019, dann ist einem klar, im nächsten Jahr wird die mit der Jahreszahl 2020 abgefüllt. Also zählt jetzt nicht nur das Alter, dass die Flasche möglichst alt ist. Und was auch viel die Anfänger nicht wissen, ist, wenn man jetzt eine 12-jährige Flasche kauft und wartet 12 Jahre, dann ist der Whisky nicht 24 Jahre alt, sondern nach wie vor 12 Jahre alt, aber in einer 12 Jahre alten zusätzlichen Flasche drin, weil der Whisky im Glas nicht nachreift, sondern nur im Holz, im Fass, in der Brennerei.
So, wenn man dann jetzt eine Flasche hat mit 12 Jahren und hatte vor 12 Jahren eine Flasche mit 12 Jahren, dann mögen die noch gleich aussehen und der Sammler hat keinen Unterschied dabei. Also wichtig ist entweder Etikettänderungen, dass die jetzt anders aussieht, oder eine Jahreszahl drauf oder dass es gleich limitierte Abfüllung draufsteht. Das ist auf jeden Fall mein Indiz, dass das die richtige Flasche ist. Und wir haben bei uns bei whisky.de eine Liste, wo wir Flaschen mit einem Potenzial zum Sammeln haben. Und da kann man uns anmelden auf info@whisky.de. Whisky bitte aufpassen, W-H-I-S-K-Y, also info@whisky.de. Und wenn Sie da hinschreiben, dann bekommen Sie diese Liste von uns postwendend zurück. Allerdings machen wir keine Updates oder nicht so regelmäßig Updates auf die Liste, dass hin und wieder mal Flaschen davon vergriffen sind, weil sie halt limitiert waren. Und jetzt in der Vorweihnachtszeit, wo es so hektisch ist, da ergänzen wir die Liste nicht. Die werden wir dann irgendwann mal im neuen Jahr mal wieder frisch machen. Und da drin kann man sich dann im Prinzip mal umschauen, was es denn so ist. Es ist keine Garantie, dass diese Flaschen hochgehen, aber es ist eine, sagen wir mal, die Flaschen hätten das Potenzial hochzugehen. Wir wissen es halt nicht. Ne? Aber ganz sicher haben wir jetzt so eine Flasche Glenfiddich 12 Jahre, hat jetzt kein Potenzial, im Preis hochzugehen. Also das ist mal ganz sicher, die steht ja auf der Liste nicht drauf. Okay. Ja, klasse. Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, wir verlinken einfach mal die E-Mail-Adresse zu Ihnen, wo man sich diese Liste besorgen kann, auch nochmal unter dem Video. Vielen Dank für die tollen Tipps für Einsteiger. Ich habe eine ganze Menge über Whisky gelernt. Werde vielleicht mich auch nochmal rantasten und vielleicht werde ich doch noch zum Whisky-Liebhaber, auch was den Geschmack betrifft. Horst Lüning, vielen, vielen Dank für die kleine Expedition in die Welt der Whiskys. Alles Gute und bis bald.